Hallo, meine lieben Zuschauer, und weiter geht's. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Geh ihm aus dem Weg, Lara. Ich kontrolliere es. Ich entfessle es. Es tut alles in seinem Weg. Ah, nee, Quatsch. Ich muss jetzt erstmal wieder den Hebel hier ziehen. Okay. Sabutu! Ah ja, jetzt. Wo ist es? Das Schwertfragment! Da oben! Sip, wie kriege ich das verdammte Ding da raus? So, du hast es jetzt geschafft. Und jetzt. Du hattest nur Glück. Ist dir das klar? Glück und Können, mein Freund. Hat alles da was über die Karte rausgefunden? Im Augenblick glaube ich, ehrlich gesagt, so ziemlich alles. Cornwall? Moment, meinst du etwa unser Cornwall, Alistair? Das und kein anderes. Gut, mal sehen, wer als erster da ist. Ah, alles klar, gut. Wir haben ein neues Kostüm, ja, bla bla. Okay, wollen wir mal weiter gucken, ja. Und wieder zurück in Old Good England. Die Grenze zwischen Zufall und Ironie ist ein schmaler Grat. Bist du dir wegen der Karte sicher? Leider ja. Es gab vor Jahren einige dumme Gerüchte über die Entdeckung von König Arthurs Grab, die bald widerlegt wurden. Tja, und so entstand eine neue Touristenattraktion. Sehen wir nach, was wir dort finden. Es könnte lehrreich werden. Entweder muss die Haushälterin gefeuert werden, oder hier war seit Monaten niemand mehr. Okay, aber... Wenn mich nicht alles täuscht, lass sich das bewegen. Das ist ein Mechanismus. Gut, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Hey, was haben wir denn da? Na los, Lara. Zieh es schon raus. Ach, das Schwert im Stein. Excalibur. Natürlich nicht das echte. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Okay, wo haben wir denn... Hier ist eine Tür. Okay, dann ziehen wir mal an dem Ding hier. Wenn das möglich ist. Keine König von England-Scherze, Alistair.
Ich muss wohl erst den Strom einschalten. Okay, kann ich das denn? Kann ich jetzt hier bewegen? Gut. Lassen wir das jetzt erstmal da jetzt. Oh, 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 oh. Na, rauf hier. Ja. Der Laden hat schon bessere Zeiten gesehen. Es ist seit dem Tod des Besitzers, eines gewissen Professor Worth, verlassen. Wenn ich daran denke, dass der mal Studenten hatte. Okay, das ist wohl nur jetzt hier dazu da, um das Teil hier zu finden. Ah ne, doch nicht. Jetzt bin ich auf der anderen Seite von der Tür. Ja, gut. Hier komme ich natürlich nicht hoch. Hier auch nicht. Okay, warte mal. Ah ja, hier können wir ja. Oder? So, Strom hätten wir. Ich? Nein. Hey, warte. Jetzt kannst du doch zurückgehen und Excalibur ausziehen. Das ist nicht Excalibur. Das Schwert in Stein und Excalibur waren zwei verschiedene Schwerter. Artus bekam Excalibur, nachdem das Schwert aus dem Stein im Kampf gegen Pelinor zerbrach. Ach, wieso begreift das denn niemand? Einfach, weil es niemanden interessiert. Jungs. Sorry. Moment mal, das Schwert, aber in jeder Sage, soweit ich weiß, war das Schwert ja im Stein, ja Excalibur, und das hat Artus da raus, oder wie, oder wo, oder was? Warum? Nee, jetzt wird's wie doch. Nee, ich dachte eben gerade. Ich dachte eben gerade, sie wird das gerostet. Tretet näher und höre die Geschichte von König Artus. Wie er von Sir Ector auftritt. Ein einziger und wahrer König. Merlin erachtet euch als Fürst. Merlin würde sich im Grab umdrehen, wenn er dich hören könnte. Das ist ja mehr als lächerlich. Kann es sein, dass du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Ja, warte mal, was ist hier? Den Heiligen Gral. Diese Vision von Kelch Christi erschien Artus und seinen treuen Rittern. Sogleich machten sich einige von ihnen auf den Heiligen. So versammelte König Artus die größten Ritter seines Reiches, die fortan als Vorbilder der Ritterlichkeit und Tugend dienen sollten. Wohlgeblut kamen sie, und eine solche Versammlung war sie sehr gerne den Gral und sein Herr. Okay. Och nö. Okay. Muss ich jetzt hier hin? Und was trug sich zu mit Excalibur, dem Schwert der Legende? Merlin brachte Artus zum magischen See, auf dem die Herren der
ihrer Hand empfing Arthur 6 Uhr das Schwert, das nicht zerbrochen werden konnte, weil es von Magie beschützt wurde. Schließlich verfiel Merlin seiner Liebe zu Nimue, die er die Magie lehrte. Doch schon bald setzte die Hexe ihre Macht gegen ihren Geliebten ein und verbannte ihn in eine Felsenkammer. So war Merlin nicht an Arthurs Seite, als jener gegen Mordred kämpfte. Wohlan, es scheint, als wären auch die weisesten aller Männer nicht vor Narreteien gefeit. Also in der Serie... Er ist selber schuld, Merlin. Trau nie einer Frau? Nein, glaub nicht an Magie. Also in der Serie Merlin von 2012 ist die Serie, glaube ich, oder 2008 bis 2012 lief die. Da wurde Nimue am Ende oder am Ende der ersten Staffel, glaube ich, ja, getötet, glaube ich. Zusammen mit seinem Freund, da dem Älteren, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Vor seinem Tod bat Arthur seinen letzten Ritter Sir Bedivere, Excalibur der Herren des Sees, anheimzugeben. Und als er so gesprochen hat, Stunde um Stunde hieben Arthurs und Mordred auf der Ebene zu Salisbury aufeinander ein. Arthurs mit Excalibur und Mordred mit dessen Scheide. Als beide entwaffnet waren, versetzte Arthurs Mordred einen tödlichen Stoß mit dem Speer Sir Bedivere's. Doch auch er selbst wurde im Kampf tödlich verwundet und der Himmel verdunkelte sich. Ach was, heutzutage sagt man Abend dazu. Nimm's nicht so wörtlich, Alistair. Die ganze Archäologie ist eine Metapher. Da komme ich jetzt aber nicht schnell genug durchgelaufen. Gibt's hier irgendwo eine... Ah ja, ich war da auch nicht. Okay, aber ich komme jetzt durch diese Tür hier da nicht schnell genug durch. Oder es sei denn, warte mal. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Bleich mit einem schnellen Heck. Oder so eine Rolle vorwärts oder ein Kram. Nee. Aber hier ist ja auch nichts, was ich ziehen könnte. Warte mal. Nee, ich dachte vielleicht, dass das kaputt gehen würde und dass dahinter vielleicht irgendwas wäre, was ich... ja, ich muss dann wohl wirklich versuchen, mit einem schnellen Hechtsprung da durchzukommen, ne? Ach, Kacke, wie der falsche Knopf hier gedrückt hatte. Ne, ich komme da irgendwie nicht durch. Vor seinem Tod bat Arthur seinen letzten Ritter, Sir Bedivere, Excalibur der Herren des Sees, anheimzugeben. Und als er so gesprochen hatte... Warte mal. Ne, ich dachte eben gerade. Von dort wird er einst zurückkehren und seine Krone beanspruchen. Und vielleicht... Sachsenkrieger, alles das römischer Würdenträger. Die Legende könnte verschiedene Ursprünge haben. Okay. Hier sollte eigentlich die Wahrheit hinter dem Mythos erklärt werden. Aber das ist nur ein Lager. Das passt aber. In diesem Laden gab es bis jetzt so wenige Wahrheiten. Warum sollte es hier welche geben? Der einzige sachliche Beleg für die Artus-Sage wurde zerstört, bevor das hier alles gebaut wurde.
Sei nicht so streng mit Professor Worth. Immerhin hat er für die Renovierung des Museums den langweiligsten Ausstellungsraum geschlossen. Okay. Ja, benutzen mit I. Du, warte mal. Ah, ich soll den Gabelstapler hier benutzen. So, warte mal. Das ist definitiv nicht Arthurs Grab. Das wissen wir schon. Wie kommst du darauf? Ich habe in meinem Leben genug Gräber gesehen, um ein Kenotaph zu erkennen. Ein was? Ein Ablenkungsmanöver. Das sieht doch ein Blinder. Dieser Ort verbirgt etwas. Eine Leiche. Nein, eben nicht. Vom Alter her ist er authentisch. Aber das Alter selbst ist nicht authentisch. Und was soll das heißen? Sie sagte, der Sarkophag stammt etwa aus dem 11. Jahrhundert. Damals entstand auch die Artus-Legende. Der echte Artus lebt aber 5 Jahrhunderte früher. Der Sarkophag ist also alt, aber nicht alt genug. Da drin könnte sonst wer liegen. Oder gar niemand. Nein, hier muss noch was anderes sein. Okay, warte mal. Kann man hier vielleicht hoch? Nee. So, hinter den Kisten hier ist aber hoch nix. Klar, ich könnte jetzt einfach die Kisten hier zerstören. Bringt mir aber nichts. Könnte jetzt natürlich mal gucken hier hoch, aber was bringt mir jetzt hier? Warte mal. Oh, zerbrechlich. Aha. Ich schätze, das hält nicht viel aus. Oh, warte mal. Okay. Gut, dann ziehen wir jetzt hier mal. Okay, Gabelstapler könnte ich jetzt hier gebrauchen. Ah, ich nehme an, dass ich mit dem Gabelstapler hier irgendwie vielleicht die Treppe auch vielleicht runterdonnern muss. Und deswegen hier die Kisten hier alle wegnehmen. Okay. Ich und Gabelstapler, das ist ein Ding. Okay, eigentlich wollte ich ja... Ach, nee.
hier wollte ich doch gar nicht. Ach, Kacke. Also soll ich jemals für einen Gabelstapler fahren, das kann nur in einer Katastrophe enden. Das kann nur in einer Katastrophe enden. Doch. Sei vorsichtig und mach bitte nichts Wichtiges kaputt. Hey, Alistair. Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Freut mich übrigens, dass du jetzt auch glaubst, hier könnte was sein. Okay. Okay, gut. Ja, da hilft nur eins. Autsch. Zermansch. Ja, aber hier komme ich doch gar nicht durch, ohne zermanscht zu werden, beziehungsweise... Oh! Oh! Okay. Die Tür muss man doch irgendwie öffnen können. Wenn mich nicht alles täuscht, lässt sich das bewegen. Ja, aber wie? Aber wie? Aber wie? Aber wie? Ja. Das ist ein Mechanismus. Das ist ein Mechanismus. Ja, das ist schon klar. Okay. Hochheben kann ich es ja nicht. Mit meinem Magnethaken kann ich auch nichts machen. Warte mal, kann ich ein... Aber hier ist es auch nichts, woran ich ziehen kann. Oder wo ich jetzt irgendwie hochkrabbeln kann und dann irgendwie ranziehen oder irgendein Kram. So, warte mal. Also, Moment. So, warte mal. Hm.
Gibt ja auch hier im Moment nichts, worauf ich jetzt wirklich schießen kann oder so. Was übersehe ich jetzt schon wieder? Hier kann ich nirgends hochkrabbeln. Ja, also ich weiß das echt nicht, wie ich das hier bewegt bekomme. Ich glaube auch nicht, dass die Felsen hier unten, weil die ein bisschen heller aussehen, dass die irgendetwas damit zu tun haben. Nö. Dass hier vielleicht irgendetwas... Ja, vielleicht... Ja, mit dem Gabelstapler, ja. Da müsste ich mir erstmal so eine Kiste hier schnappen. Warum hängt die da jetzt nur so halb drauf? Ach so, ja. Ich hab's ja von der falschen Seite. Och, warum? Ja, genau, so wollte ich das haben. Oh, würde die Kamera denn auch mal bitte mal mit rumschwenken? So, dann machen wir hier mal alles kaputt hier. So. Okay. Ich wollte es lieber langsam angehen lassen. Das hättest du dem Gabelstapler sagen sollen. Okay, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.